Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des EuRo Talk Simulators. Und heute ist was ganz Besonderes, nicht Besonderes, wie auch immer man das ansehen will. Und zwar habe ich zwei neue DLCs. Zum einen geht es jetzt endlich nach Alaska, ja, nee, ist klar, es geht nach Alaska, genau. Nein, es geht nach Skandinavien. Das heißt Dänemark, Schweden und Norwegen. Das DLC habe ich gekauft. Und das, wo man sein Cockpit noch mit verbessern kann. Ich habe aber kein Geld dafür zurzeit. Weswegen wird das erst später zeigen können. Und heute wollte ich ein aktuelles Thema besprechen, weswegen wir auch eine längere Fahrt wahrscheinlich haben werden. Und ich will natürlich auch direkt nach Alaska fahren. Und zwar geht es nämlich heute um die Präsidentschaftswahlen der Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gibt nach Uppsala das, was man auch sagen kann, wenn es um diese Wahl geht. Es geht darum, was meine Meinung zu dem Präsidenten ist, zu Trump, was ich sage, was die Folgen davon sind, quasi alles, was dazugehört. Und ja, ich werde meine politische Meinung dazu beziehen und ja, ich werde da auch kompromisslos drüber reden, weil ich als Deutscher, weil ich, ja, vielleicht nicht als Deutscher, das kann man so gar nicht sehen, weil ich als Gelehrter, als ein Mensch, der Gehirn hat, diese Wahl, wie viele, viele andere Gelehrte, Ökonomen vor allem, jeglicher Mensch, der eigentlich irgendwie ein bisschen logisch denken kann, diese Wahl absolut nicht nachvollziehen kann. Das ist für mich die gefährlichste und auf jeden Fall dümmste, muss man so sagen, dümmste Wahl, beziehungsweise das dümmste Wahlergebnis der Amerikaner in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Also weder George W. Bush noch Nixon oder was weiß ich wer waren von der Wahl her, vom Wahlergebnis her so verheerend schrecklich anzusehen wie Donald Trump. Ein Wirtschaftsboss, ein Immobilienboss, der es selbst nicht mal ohne die Hilfe seines Vaters zu irgendwas geschafft hat, ohne jegliches politisches Wissen, impulsiv as fuck und rassistisch, sexistisch und alle anderen Klischees, die man eigentlich bedienen kann, wird Präsident der Vereinigten Staaten. Da fragt man sich, wie können 300 Millionen, sage ich jetzt, das ist so die grobe Zahl, die ich immer so im Kopf habe, 300 Millionen Menschen in den USA, wie können diese 300 Millionen oder auch zumindest die genügenden Leute so einen Präsidenten wählen? Was sind die Ursachen? Wie konnte das passieren? Wie konnte die, ja, ich würde es betiteln wie den Ersten Weltkrieg, wie konnte die Urkatastrophe der Vereinigten Staaten passieren? Es wird ja immer von der schweigenden Mehrheit geredet. Die Menschen in der USA, die vorher weder entweder gewählt haben oder sich auch zu politischen Ereignissen nie wirklich geäußert haben, aber die immer in großem Ausmaß betroffen waren. Und das sind ja auch die Hauptwähler von Trump gewesen, die weißen, armen Männer. Dazu kommen wir noch.
Aber das sind ja die, die Trump hauptsächlich gewählt haben. Und da fragt man sich, was sind die Kernpunkte, dass sie einen so schrecklichen Mann als ihren Präsident gewählt haben und dass sie ihn gewollt haben und ihn feiern. Wie konnte das passieren? So etwas wäre, sage ich jetzt mal, in der heutigen Zeit in Deutschland, in der restlichen, westlichen und wahrscheinlich auch kompletten Welt schwer bis nicht so möglich gewesen. In Deutschland, man sieht, es gibt diese Minderheit auch, es gibt sie, es nennen sich AfD-Wähler. AfD-Wähler sind für mich auch dumme, beziehungsweise nicht dumme, also gut, ich würde sie persönlich als dumme bezeichnen, aber sind wir ja ganz neutral und sagen sie als nicht gut gebildete, arme Bevölkerung. Aber das sind kleine Teile, das sind 15-20% im rechtsorientierten Osten des Landes und in den liberal denkenden, in den demokratisch denkenden Teilen des Landes sind die Prozentzahlen klar beunruhigend. Ich sag nur die Landtagswahl Rheinland-Pfalz, ne? Das betrifft mich ja hier. Aber es ist nicht katastrophal mit über 50% wie in der gesamten USA. Und das liegt einfach daran, glaube ich, dass hier die politische Bildung deutlich besser ist. In Deutschland weiß man, historisch vor allem natürlich, was passiert, wenn man einen solchen Mann an die Macht lässt. Ich gehöre zu der Fraktion, das sind viele Menschen, die einen Hitler-Vergleich zu Trump anstellen. Es ist vielleicht nicht unmittelbar, vielleicht auch nicht mittelbar, aber auf jeden Fall in Zügen vergleichbar mit Hitler, was da passiert ist. Ein Mann, der mit rassistischen, mit populistischen, mit die notleidende Masse betreffenden Aussagen, dass dieser der Staatschef wird. Das war bei Hitler, bei Mussolini, etc. nicht anders. Entweder haben sie sich die Macht an sich gerissen, das ist ein anderer Fall, oder sie wurden halt quasi so durchs Volk gewählt. Und da muss man natürlich gucken, was ist passiert, wie muss man die Probleme lösen. Man darf ja jetzt auch nicht sagen, ja, die Wahl war schrecklich, war falsch und die Leute haben falsch gewählt, denn eine falsche Wahl gibt es nicht. Man muss jetzt gucken, was sind die Gründe gewesen, dass sie diesen falschen Mann gewählt haben. Und das ist ein entscheidender Punkt, dass man diese Probleme lösen kann, gemäßigt, ohne einen Trump zu wählen. Es ist möglich, aber natürlich ist es für die Menschen, die halt keine so gute politische Bildung haben, nicht so leicht zu verstehen, wie eine Angela Merkel mit Sätzen wie wir schaffen das, auch der notleidenden armen Masse helfen kann. Jetzt nicht direkt durch diesen Satz, aber es gibt ja auch, ne, Hartz-IV-Reform, sage ich nur. Und allgemein, Deutschland ist ja Sozialstaat, as fuck. Also das ist ja perfekt hier eigentlich. Gut, viele Leute sagen das jetzt nicht, aber ich sag nur BAföG. Das ist ja, ich würde sagen, vergleichbar mit Hartz IV. Ich glaube, von den Bezügen ändert sich das ja nicht viel. Da ist also mit dem Miet. Kostenübernahme komme ich da, glaube ich, auf selbe Geld wie bei Hartz IV, wenn ich BAföG beziehe. Und es ist möglich, in Deutschland eine Arbeit zu finden. Du hast in Deutschland eine Krankenversicherung. Du bist in Deutschland Arbeitslosen, Rentenversichert. Gut, Rentenversicherung muss man sagen, dadurch, dass die Bevölkerung natürlich immer älter wird und immer kranker, kann man das so sagen. Es ist korreliert, glaube ich, mit dem immer älter. Wird natürlich immer weniger, da muss man entweder länger arbeiten oder halt die Bezüge in der Rentenversicherung erhöhen und sie natürlich woanders abziehen. Das ist immer ein Plus und ein Minus. Du hast 100 Euro und kannst davon nur alles verteilen.
Du kannst nicht aus den 100 Euro plötzlich 200 machen. Das geht halt einfach nicht. Das ist das, was viele, viele Menschen, die sich grundlos über zu niedrige Renten, zu niedrige Hartz-IV-Bezüge beschweren, nicht verstehen. Du kannst aus 100 Euro nicht 150 machen. Es ist nicht möglich. Ich habe Schulden. Ja. Aber das ist ja gar nicht das, worüber wir reden wollen, über Sozialstaat Deutschland, sondern über die Probleme der USA. Und das halt genau das ist, wo Trump drauf angesprochen hat, wo er gesehen hat, aha, das ist die Nische, die ich habe, die riesig ist, die ausreicht, um Präsident zu werden, um halt dann gewählt zu werden. Und ich muss dazu ja nochmal klarstellen, ich gehöre halt zu der... Ich weiß nicht, ob das selbstverliebt klingt, aber es ist halt eigentlich wahr. Ich gehöre halt zu der gebildeten, liberalen Masse. Ich bin halt FDP-Wähler, FDP-Parteimitglied, alles, was dazugehört. Ich sympathisiere in großen Teil mit der CDU, auch in gewissen Teilen mit der SPD weniger, aber immerhin noch, das ist halt eine gemäßigte Partei, mit den Grünen, mit den Linken halt schon kaum, aber halt gar nicht mit populistischen, vor allem rechtspopulistischen Parteien wie AfD, wie die Republikaner zurzeit, aber die Republikaner allgemein auch nicht. Also ich würde in einer US-Präsidentschaftswahl, gut, wenn es jetzt nur die beiden Parteien gäbe, die Demokraten wählen, aber das finde ich auch immer so problematisch. Die Leute sagen, reden immer nur über Republikaner und Demokraten. In der US-Präsidentschaftswahl gibt es weitaus mehr Parteien. Aber nein, sie machen es sich selbst an zwei Parteien statt und beschweren sich dann darüber. Ich finde, dann haben die aber auch nicht das Recht, sich darüber zu beschweren, wenn die nur diesen zwei Parteien die Chance lassen. Es gibt die Liberalen. Gary Johnson, 2,7%, das ist kein kleiner Teil in der USA. Den hätte ich gewählt. Und das wäre der beste Kandidat meiner Sicht aus zu Clinton und Trump gewesen. Aber nein, die Leute lassen nur ein Zwei-Parteien-System übrig, beschweren sich dann darüber. Das ist halt so. Das ist der Unterschied zu Deutschland, wo dann ein Mehrparteien-System existiert. Und man sieht, dass es, also ich finde, besser funktioniert als in der USA. Richtig, und deswegen würde dieses Video halt auch aus einer Sicht eines rechtspopulistischen oder populistischen Wählers oder auch aus der Sicht schon, sage ich mal, eines sozialistischen Wählers, also ich sag's, so ein richtiger Hardcore-SPD oder Hardcore-Die Linke-Wähler, was ja nicht per se schlimm ist, also ich würde es nie machen, ich finde es nie gut, aber es ist nicht per se schlimm, der wird halt dieses Video wahrscheinlich auch anders aufbauen. Nicht ganz anders, aber anders aufbauen. Und, damit man weiß, von welchen Positionen aus ich das immer kommentiere. Was macht er da? Richtig. Aber nun kommen wir mal dazu. Es ist passiert. Die Katastrophe ist eingetreten. Trump wurde gewählt mit, wie viele Stimmen waren das jetzt am Ende? 298. Und man musste 561 Sitze gibt es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht gerade ganz täusche. Und 298 hat er bekommen. Vor allem in den Swing States, das sind die Bundesstaaten in den USA, wo der Wahlausgang quasi nicht klar ist, wo man nicht weiß, aha, gewinnen die Demokraten oder die Republikaner. Das sind zum Beispiel Florida ganz wichtig oder Wisconsin. Da hat halt Trump auch gewonnen. Und es ist passiert, Trump wird Präsident im Januar, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und jetzt müssen wir das Worst-Case-Szenario uns angucken und daraus überlegen, was wird passieren, was können wir machen, damit das möglichst wenig Schrecklichste passiert. Und das wird vermutlich auf meinen letzten 1000 Kilometern hier der Hauptpunkt meines Videos
dass wir uns diese einzelnen Punkte angucken. Das heißt, dass wir uns gucken, was will Tom machen, zumindest das, was ich jetzt so weiß. Man weiß es ja bei ihm nicht. Das ist ja das Problem. Es ist ein Mann, der unberechenbar ist. Das ist halt wahrscheinlich das häufigste Wort, unberechenbar. Man weiß nicht, was dieser Mann machen will. Man weiß nicht, was er für Ziele hat, vor allem für außenpolitische Ziele. Man hat keine Ahnung, wie seine Beziehung zu Ländern, Menschen, alles ist. Man kann nicht in seinen Kopf gucken, weil er so impulsiv reagiert. Und das ist es, was ihn so unberechenbar erscheinen und arbeiten lässt. Und ja. Und ich glaube, das wichtigste Punkt, und das ist halt einfach der Fall, weil es das ist, was alles bewegt. Das ist das, was der Grund ist, weshalb Menschen gewählt und nicht gewählt werden, die Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, gibt es kein Geld. Wenn es kein Geld gibt, geht es den Menschen schlecht, geht es dem Land schlecht, geht es allen schlecht. Es ist halt so, dass Geld das Wichtigste auf der Welt ist. Ohne Geld kannst du nichts machen. Wir können, das wäre ein Video, da müsste ich den Hasen, glaube ich, der Hase war es, ne? Den Hasen zu einladen. Wie würde eine Welt ohne Geld aussehen? Ich sage, sie wäre nicht existent. Der Hase hat da, mit dem Hasen kann man da echt gut drüber reden, finde ich. Aber das ist halt ein anderes Thema. Und es ist halt, Geld ist das Wichtigste. Geld ist der Kernpunkt, an dem alles funktioniert und scheitert. Und das ist es, wo ich die USA und die Weltwirtschaft unter Trump scheitern sehe. Das Hauptding ist ja Make GG. Make America Great Again. America First. Das sind so zwei Faustsätze, die ja Trump sehr gerne raushaut. Was ja insofern bedeutet, Trump will die USA wieder groß machen, die Wirtschaft der USA wieder groß machen. Zu welchen Mitteln, zu welchen Kosten? America First. Nämlich, alles soll in die USA verlagert werden. Alles außerhalb der USA soll nicht genommen werden, nicht genutzt, nicht gekauft, nicht gefördert werden. Und nur die USA soll groß werden. Das ist das, wie man es raushört, was Trump machen will. Und was bedeutet das? Die USA will autark werden. Sie will unabhängig werden von Exporten und von Importen. Importen. Und das ist das Gefährliche. Die USA ist als eine der wenigen Nationen neben, ich sage, China, Japan und vielleicht Deutschland oder wenn man die EU als einen gemeinsamen Staat sieht, dazu in der Lage. Aber vor allem halt die USA. Und die USA ist in der Lage, sich selbst zu versorgen, ein selbstversorgendes System aufzubauen. Sie haben quasi alle Ressourcen zur Verfügung. Sie haben Öl, sie haben Gas. Trump will ja die Schiefergasförderung machen, also durchführen. Das ist ja das Fracking zum Beispiel. Da will er ja ganz groß werden und dann müsste er sich nicht mehr auf Gasimporte aus Russland oder Offshore begrenzen. Trump will allgemein in den fossilen Brennstoffen autark werden. Die haben quasi eigentlich bis auf die seltenen Erden und vielleicht Edelmetallproduktion allgemein alles an Ressourcen, was sie brauchen. Die haben eine komplette gute Maschinenbauindustrie, eine gute Autoindustrie, eine gute Konsumgüterindustrie, eine gute Chemieindustrie. Sie sind in der Lage, sich selbst landwirtschaftlich zu versorgen. Es ist ja teilweise, sind ja, glaube ich, wenn man China rauslässt, die Landwirtschaftsproduktion in Mais und Baumwolle, glaube ich, die größten der Welt. China ist halt immer das Größte, aber das ist halt, ne, weil es China ist.
Und. Es ist halt das Problem. Die USA kann autark leben und muss nicht abhängig sein, ob Deutschland jetzt sagt, nee, mit Trump machen wir nicht, wir liefern denen keine Sachen mehr. Das ist denen ja egal. Deutschland nicht. Deutschland sagt, ja, wir haben BASF, wir haben Bayer, wir haben Merck, wir haben VW, wir haben Adidas. Wir machen bis zu 25% unserer Umsätze im US-amerikanischen Ausland. Und wenn Trump diese Exporte nicht mehr möchte, ja, dann werden diese Firmen auf jeden Fall eine ziemlich tiefe Rezession erleben. Das geht gleich tatsächlich nach Skandinavien. Und das ist das Gefährliche, wenn Trump in der Lage ist, deutsche Unternehmen zu zerstören. Na, zu zerstören vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sie nachhaltig zu schaden. Und das wird passieren, wenn die USA autark wird. Und das wird auch nicht mehr nur Deutschland passieren, das wird auch vor allem mit China passieren. Es gibt, China ist so stark auf den Export orientiert. Gut, sie haben jetzt natürlich auch immer und immer und immer mehr Binnenproduktion. Das ist ein ganz klarer Trend, der sich abzeichnet. Sie versorgen immer mehr den eigenen Markt und muss ich da hin? Touristen! Oder auch Arabien. Mit denen, eigentlich hauptsächlich mit Öl. Die machen, ich weiß nicht wie viele Prozente die in den USA machen, aber mit Sicherheit massive. Und die gehen, würden dadurch halt alle verloren gehen. Von Lateinamerika müssen wir gar nicht erst reden. Aber das ist halt, klar, es ist ein wichtiger Markt, aber ich glaube, die Welt würde ohne einen lateinamerikanischen Markt bestehen. Sage ich jetzt mal so. Und das würde halt die komplette Weltwirtschaft belasten, wenn China, wenn wenn Deutschland bzw. die EU und Arabien nicht mehr die USA versorgen könnten. Und vor allem müssten. Das würde für so viel Schaden sorgen, dass die Weltwirtschaft den Bach runtergehen würde. Wenn das passiert, dann können wir uns von Tausenden, von Abertausenden Jobs weltweit verabschieden, sage ich. Und ja, das ist ja noch nicht mal alles. Das ist halt wirklich schrecklich, sich diese Vorstellung in den Kopf gehen zu lassen. Des Weiteren, was will Trump auch noch machen? Trump ist ja zum Beispiel auch gehört ja zu diesen Leuten, die sagen ja, ja, ich glaube nicht an den Umweltwandel. Es gibt diese Menschen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, AIDS gibt es nicht, ne? Da würde ich Trump bestimmt auch noch zuzählen, also das traue ich dem zu. Aber das Ding ist ja, das ist ja nicht nur seine eigene Meinung. Das wäre mir ja scheißegal. Nein, nein. Er sagt, den Umweltwandel gibt es nicht. Den Klimawandel gibt es nicht. Wir müssen die Umwelt nicht weiter schonen. Wir können weiter auf fossile Brennstoffe setzen, die ja begrenzt sind. Wir können die fossilen Brennstoffe aus unseren eigenen Ländern holen, müssen sie nicht aus Arabien holen. Und wir können die Umwelt gerne weiter und weiter und weiter belasten. Klar, wenn die Welt aus unterschiedlichen Arealen bestehen würde, die voneinander getrennt sind, räumlich und ich sag mal umweltlich, dieses Wort gibt es nicht, aber ich nutze es einfach mal, da wäre mir das scheißegal, wenn sich die USA selbst zerstören will mit der Umwelt, wäre mir total egal, die dürfen gerne Klimawandel von plus 8, 9, 20 Grad haben, das ist mir scheißegal, dann mache ich halt nicht mehr Urlaub in den USA, es sei denn, ich will gerade meinen Toaster backen. Das Ding ist, es ist ein Weltklimawandel. Wenn die USA, die bis vor ein paar Jahren die größte Umweltverschmutzer der Welt waren, nachdem China das dann irgendwann übernommen hat,
sagt die Klimawandel gibt es nicht. Wir machen einfach mal, wir bauen Klimaschutzvorschriften ab. Wir verschmutzen gerne weiter die Umwelt mit fossilen Brennstoffen. Dann schadet das auch uns. Dann schadet das uns allen. Ich bin jetzt nicht der größte Umweltschützer. Größtenteils bin ich einer dieser Menschen, die sagen, nach mir die Sintflut. Die halt wirklich, also die Umwelt ist mir, sag ich mal, gleichgültig. Das Ding ist aber, ich gehöre nicht zu diesen Menschen, die sagen, ich muss extra die Umwelt belasten. Wenn ich die Möglichkeit habe, ohne Nachteile, zwei Wege zu nutzen, einer ist umweltschädlich, einer ist umweltfreundlich, dann nehme ich doch den umweltfreundlichen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Energieversorgung, den Klimawandel durch regenerative Energien zu schützen und dabei auch noch Kosten zu sparen langfristig und begrenzte Ressourcen nicht mehr nutzen zu müssen, dann nehme ich diesen Weg doch. Regenerative Energien sind sind der Kernpunkt des Umweltwandels und einer der Kernpunkte, die, ich sag mal, nicht am leichtesten, aber auf jeden Fall machbar umzusetzen sind. Solarenergie, Windenergie, geothermale Energie, es gibt so viele Möglichkeiten und die Forschung ist da ja dran. Und wir klammern jetzt mal Atomenergie da aus, aber Kohleenergie, Ölenergie, Gasenergie ist für mich selbst auch keine Option. Und das als eindeutiger Mensch, der sagt, mir ist die Umwelt gleichgültig. Es ist halt so, dass man weiß, dass das die größten Energieverschmutzer neben der Automobilwelt sind. Und dass es da eine Möglichkeit gibt, das Problem zu beheben, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel zurzeit noch die Automobile. Das ist der Plural. Und da kann man es einfach nicht verstehen, wie Trump sagt, ja, gibt es nicht und machen wir nicht. Und wenn der das macht und das kann er machen und das wird er machen, dann wird das auch die ganze Welt wiederum belasten. Genauso wie auch die Tatsache, wie will er das alles durchsetzen? Ich meine, wir haben ja darüber geredet, aus 100 Euro kannst du ja nicht 200 Euro machen. Die USA hat ja schon immer diese Politik verfolgt, es geht doch. Wir sagen einfach, ja, wir haben 2 Billionen Dollar US-Schulden. Und ich glaube, 2 Billionen oder 2 Milliarden. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Es könnte die Billiarden sein. Ach, weil, oder? Nee, jetzt. Oh, da könnte ich aber auch komplett lügen und irgendwelche total unrealistischen Zahlen erzählen. Ich weiß es nicht. Aber dass die USA ist halt so jemand, ein Land, das sagt, ja, dann machen wir doch einen Schuldenschnitt. Streichen wir einfach ein paar Zahlen aus den Büchern. Das geht ja. Haben wir weniger Schulden. Können wir wieder mehr Geld uns leihen. Toll. Und wo kommt dieses Geld her? Das ist Josef Ackermann. Der Präsident, der CEO der Deutschen Bank ehemals. Jetzt der Zypern Bank. Hat ein Buch darüber geschrieben, dass die Geldmärkte, ich sag mal, Aquaphobie, hey, wir sind hier bei der Öresundbrücke, oder? Dass die Geldmärkte, wenn ich es jetzt gar nicht, ich gebe es nicht komplett richtig wieder, aber dass die zwiegespalten sind. Auf der einen Seite sind Geldmärkte auf einen stetigen Wachstum von Geld angewiesen, andererseits bläht ein ständiger Wachstum an Geld natürlich das Geld auf, Inflation ist davon die Folge. Und was passiert hier? Wieso kann ich durch? Ach so, ach, gucke mal, so funktioniert das hier. Und das, was in den USA passiert, ist ja dasselbe. Sie machen sich durch einen Schuldenschnitt einfach mehr Geld. Schreiben die sich einfach mehr Geld in die Bücher. Und das funktioniert so nicht. So kann ein Wirtschaftsmarkt nicht funktionieren. Geld muss aus einer anderen Quelle hergenommen werden. Und sei es
durch Exporte oder Importe. Aber nein, die USA sagt, oder durch Schuldumlagerung, das ist vielleicht der wichtigste Punkt dabei. Nein, die USA sagt, nein, wir streichen die Schulden einfach. Und das funktioniert so nicht. Das wird langfristig nicht so funktionieren. Die USA ist, was das angeht, schon mehrmals, sage ich, durch diesen Schuldenschnitt an den Staatsbankrott vorbeigeschlitten. Und sie hängen eigentlich ständig im Staatsbankrott, den sie aber immer wieder aus ihren Büchern streichen können. Und das belastet halt die Weltwirtschaft. Das belastet vor allem die Inflationsrate. Und da fragt man sich auch, wie funktioniert das? Und mit welchen Folgen? Klar, die USA sagt dann, ja, wir verkaufen Schulden, Staatsanleihen an private US-Unternehmen. Super. Die machen das, dass sie diese Schuldenanleihen zusammenbündeln. Dann haben sie so 1000 Schuldenbons, die jeweils mit BBB beziffert sind. Packen sie zusammen in einen Bon. Der wiederum hat eine Top-Zahlungsrate, weil es sind ja ganz viele Schuldenbons, die zwar ein einzelnes schlechtes Rating haben, gesamt aber ein tolles AA-Plus-Rating haben. Und dann haben wir genau dasselbe Bild wie bei der Finanzkrise 2007. Super. Und dann passiert wieder dasselbe. Dann wird es wieder eine Rezession geben, die Weltwirtschaft wird untereinander... Cut. Die Weltwirtschaft wird einbrechen, das ist das Wort. Und wer ist schuld? Der Trump. Naja gut, jetzt da nicht direkt, aber es ist halt das Prinzip, wie es die USA unter Trump weiterführen würde. Und das ist gefährlich. Wir haben ja gesehen, was bei der Finanzkrise passiert ist. Und wir wissen, sehen ja jetzt auch, dass sich eine Finanzkrise wieder mal abbildet. Vielleicht nicht so gefährlich wie 2007. Zumindest noch sieht man es nicht. Sehe ich es zumindest nicht. Aber es ist, eine Finanzkrisengefahr ist immer gefährlich und sie ist durch solche Schuldenschnitte natürlich auch immer da. Tausende andere Faktoren spielen dann natürlich auch eine Rolle. Aber das ist auch eine der großen. Und wie will die USA diese Schulden abbauen auch? Steuererhöhung? Klar. Aber wer leidet dann? Die Leute, die Trump gewählt haben. Wer beschwert sich dann? Die Leute, die Trump gewählt haben. Dann kommt zwar ein anderer Präsident, aber die USA hat mehr Schulden, höhere Steuern und 4 Jahre ohne Sinn und Ertrag gearbeitet. Also dürfen die Schulden nicht erhöht werden. Also müssen Schuldenschnitte gemacht werden. Und eine andere Möglichkeit, wie man die Leute, die sich beschweren, einfach wegschaffen kann. Und das ist quasi der nächste Punkt, auf den ich damit überleite. Sind die lieben, netten Ausweisungen der Amerikaner, sondern der Mexikaner. Der illegalen Mexikaner in der USA. Es ist ja so, die USA ist ja prinzipiell kein flüchtlingsaufnahmefreundliches Land. Es ist ja, wäre die USA in Europa und der EU, sie würden wahrscheinlich so sein wie Ungarn. Und, oder wie Polen. Und Trump hat ja gesagt, und das war ja eine seiner wichtigsten Sachen, er will 11 Millionen illegale Mexikaner aus der USA abschieben. Beziehungsweise nach der Wahl hat er, glaube ich, diese Zahl stark korrigiert und gesagt, irgendwie waren, glaube ich, nur noch 2 Millionen oder so. Da weiß man zum einen natürlich nicht, welche Zahl stimmt jetzt. Will er wirklich die 11 Millionen? Er persönlich will das wahrscheinlich, aber das wird sich nicht durchsetzen lassen. 11 Millionen, das wären bei 300 Millionen, das wären 3% der Bevölkerung. Du kannst nicht 3% der Bevölkerung einfach abschieben. Das funktioniert nicht. Das hat, selbst im Zweiten Weltkrieg nicht geklappt. Und da war es halt schon total menschenunwürdig. Und die USA müsste das ja menschenwürdig machen. Das geht sonst nicht. Nein, nicht mal unter Trump würden die das so machen, dass sie solche Deportationen machen würden. Aber Trump will Deportationen machen. Und die Frage ist, und da hatte ich ein nettes Gespräch, nämlich im Zug mal, im ICE von, wie hieß das denn? Von, was war das? Von Köln nach Mainz. Mit jemandem, wer macht dann die Jobs eigentlich?
die Mexikaner zurzeit machen. 11 Millionen illegale Mexikaner. Klar, illegale Einwanderer sind immer eine Straftat, sind immer nicht gut für die Wirtschaft, weil sie meistens, nicht für die Wirtschaft, sondern für die USA, weil sie meistens nicht Steuer zahlen. Kann natürlich auch sein, dass sie Steuer zahlen, aber in der Regel sag ich mal nicht. Sie verüben kriminelle Aktivitäten, also Straftaten, auch wenn das natürlich nicht alle sind. Das ist auch immer ganz wichtig. Es gibt nicht den pauschalen illegalen Einwanderer, der jemanden vergewaltigt oder ermordet. Es gibt ihn nicht, liebe AfD-Wähler. Nicht jeder Einwanderer aus Syrien oder Irak vergewaltigt andere Menschen. Das ist nicht so. Ich weiß, ihr wollt das nicht glauben, liebe AfD-Wähler, aber es ist nicht so. Und was machen die illegalen Einwanderer da? Sie machen Landwirtschaftsjobs. Sie machen billige Bauarbeiten. Sie machen Fabrikarbeiten, die absolut anstrengend sind. Und wer macht sie sonst? Niemand. Das sind Jobs, die keiner machen will. Ein US-Amerikaner sagt sich doch, ja, für 2,50 Dollar die Stunde auf dem Feld ackern den ganzen Tag, 12 Stunden. Ja, wer macht das denn bitteschön? Ich nicht. Die sind sich so toll dafür. Und verständlich weiß ich nicht, aber ich habe noch Motor 415. Und das sind genau die Jobs, die dann von illegalen Einwanderern übernommen werden. Dass das ein gutes Konzept ist, sage ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Konzept, was wichtig ist zur Zeit. Man muss diese Situation erst bereinigen, bevor man sie oder lösen, bevor man sie komplett löscht. Du kannst sie nicht einfach, wie die USA das mit ihren Schulden macht, aus den Büchern streichen. Das funktioniert halt nicht. Die USA denkt sich das. Die denken sich das ja auch bei ihren Schulden. Aber auch bei Menschen. Du kannst Menschen nicht einfach aus Büchern streichen und die Aufgaben, die sie haben, mitstreichen. Die existieren ja immer noch, die Aufgaben. Die Mauer muss ja gebaut werden von Trump. Ich glaube, da hat Trump sich selbst halt wirklich, das ist einfach so ein typisch populistischer Satz. Wenn in Deutschland das funktionieren würde, würde Frauke Petri ja auch sagen, ja, wir deportieren 5 Millionen Türken, Syrer und Afghanen aus dem Land. Die Leute würden denn zujubeln. Aber das ist in Deutschland halt vor allem historisch, aber auch durch das bisschen Fünkchen Intelligenz, was sogar noch bei den AfD-Wählern vielleicht mehr existiert als bei Trump-Wählern, nicht möglich. Und warum immer alles blau-gelb, ne? Immer diese Schweden-IKEA-Farben. Ich finde das super. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber diese Abschiebung der Mexikaner, es geht nicht klar. Kriminelle müssen abgeschoben werden, wenn sie im Land sind. Auch illegal Eingewanderte müssen entweder eingebürgert werden oder abgeschoben werden, wenn kein Asylgrund besteht. Das ist das normale Asylrecht, so funktioniert Asylrecht. Du kannst nicht jeden einfach aufnehmen. Nein, liebe die Linke, das funktioniert nicht. Wir können nicht jeden aufnehmen. Wir sind kein Samaritaner. Samariter. So heißt das. Samariterland. Und das kann auch kein Land sein, weil dazu gibt es nicht das Geld. Und, aber du kannst auch nicht im Umkehrschluss jeden abschieben. Es muss immer ein Rechtsstaat bestehen. Es muss immer ein rechtsstaatliches Mittel bestehen, Asyl zu gewähren. Aber ich glaube, Trump interessiert das nicht. Der sagt einfach, alle müssen raus, denn alle sind schließlich böse. Und das führt ja dann auch noch dazu, dass alle außerhalb der USA böse sind, quasi. Das ist ja das. Ich habe das ja vorher gesagt. America first. Trump will mit der USA nur in der USA produzieren. US-Unternehmen sollen nicht mehr im Ausland produzieren. Das ist ja dieser Make America Great Again Teil. Die Produktion der USA, um einen kleinen historischen Anschnitt zu geben,
ist in den letzten Jahren um, ich glaube, 30-50% gestiegen, während aber die Mitarbeiterzahlen gesunken sind. Hängt halt mit der Digitalisierung zusammen. Und ich glaube, Trump will das so machen. Er will noch mehr produzieren mit noch mehr Mitarbeitern. Stellt sich aber nicht die Frage, zu welchen Kosten. Was schon traurig ist, weil er ist zwar kein Politiker, aber er ist Wirtschaftschef. Da sollte er sowas doch wissen, dass das nicht funktioniert. Er wäre zum Beispiel... Apple produziert im Ausland, hier Foxconn, sage ich nur. Oreo produziert mit Mondelez in Mexiko. Wie soll er in den USA produzieren? Alles, was im Ausland produziert, soll in die USA einverlagert werden. Und damit dort mehr Leute in der Arbeit haben, damit die Leute dort amerikanische Produkte kaufen. Und er stellt sich nicht die Frage, warum produzieren Unternehmen denn überhaupt im Ausland? Warum macht Apple das, dass sie zu günstigen Preisen bei Foxconn produzieren? Na, habe ich es nicht vielleicht erwähnt? Es ist das Geld. Es ist wieder mal das Geld. Und es ist ein gewisses, nicht ein totales, aber eine gewisse Win-Win-Situation. Die US-Unternehmen, ja, eine Win-Win-Win wäre es da sogar. Die US-Unternehmen sparen Geld, machen Geld, mehr Geld. Und kurbeln die Wirtschaft an. Die Konsumenten haben dadurch günstigere Preise. Und die Leute in den Entwicklungsländern, wo diese Firmenstandorte sind, haben Arbeit, die sie sonst nicht hätten. Da kann man jetzt, und das würde ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn man das kritisiert, drüber streiten. Zu welchem Preis haben sie Arbeit? Aber ich sage erstmal, sie haben Arbeit. Und sie hätten diese Arbeit nicht. Ich weiß nicht, wie viele Tausend, Zehntausende Leute bei Foxconn arbeiten. Und man muss sagen, klar, diese Arbeitsbedingungen sind nicht gut. Aber es ist halt so, dass wären sie gar nicht da, sie gar keine Arbeit hätten. Und in diesen Ländern existiert halt gar kein Sozialschutz. Und die hätten gar nichts, sie wären vielleicht möglicherweise tot. Und da sagt man sich doch lieber, klar, es ist ein großes Streitthema, aber lieber eine Arbeit als gar keine Arbeit, gar keine Zukunft, gar nichts. Und nicht nur das, auch die anderen Punkte halt. Wenn Apple nur noch in den USA produzieren würde, komplett, was würden dann Apple-Produkte kosten? Entweder müsste Apple seine Marge massivst reduzieren. Das werden sie nicht machen, weil Apple ist ein Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsunternehmen wollen selbstverständlicherweise Geld verdienen. Also werden die Preise erhöht. Die Preise werden erhöht, die Konsumenten können weniger kaufen. Die Kaufkraft wird gesenkt, der Bürger. Und die Kaufkraft von wem wird gesenkt? Von der armen Bevölkerung, denn die Reichen, denen ist es egal, ob das iPhone 1000 oder 3000 Dollar kostet. Aber den armen Leuten, denen ist das nicht egal, ob sie auf ein iPhone ein Jahr oder drei Jahre sparen müssen. Und da haben wir wieder denselben Punkt, wie bei den Arbeitsplätzen, wie bei den Steuern. Und das ist es, wo Trump nicht weit genug denken kann. Und wo ich auch glaube, dass er ganz stark an den Unternehmen scheitern wird. Er sagt ja auch zum Beispiel, mit ein bisschen Recht, klar, US-Unternehmen produzieren im Ausland, verkaufen im Inland und machen ihre Steuern darüber hinaus noch im zweiten Ausland. Das will er ja auch verhindern. Was dieselben Folgen hat, wenn das ändert wie bei den normalen Produktionskosten, aber halt für die Unternehmen vermeidbar ist. Die sagen sich dann einfach, ja, warum verschieben wir unseren Firmensitz dann nicht einfach komplett? Dann muss halt der komplette Markt umgelagert werden, aber wenn
eine Produktion und eine Versteuerung im Inland der USA keine Option ist, dann denkt sich doch wohl Apple auch, ja, ist nicht Produktion und Versteuerung im kompletten Ausland mit Marktkapitalisierung und Marktzentralisierung im Ausland nicht sinnvoller? Und dann verliert die USA plötzlich Unternehmen. Ja, was hat denn Trump dann? Dann ist nichts mehr mit America Great Again. Dann ist Make America Little Again. Dann schrumpft und schrumpft das Land wahrscheinlich immer weiter ab. Und das ist es, was die Folge wäre, was passieren würde, was ich sage, wenn Trump diese Politik mit den nichts im Ausland produzieren, nichts im Ausland versteuern, wenn die durchgesetzt wird. Denn die Weltwirtschaft ist ein freier Markt. Und ein freier Markt bedeutet auch, dass man überall produzieren und, ja, versteuern sage ich jetzt mal nicht, aber überall produzieren und verkaufen kann und muss. So funktioniert der freie Markt. Und Trump ist derjenige, der das nicht versteht und der das nicht verstehen will. Und das ist das Gefährliche. Jemand, der die freie Weltwirtschaft nicht versteht, der ist gefährlich. Und du kannst, kein Mensch der Welt kann gegen die Weltwirtschaft regieren. Es funktioniert nicht. Wenn man das versucht, wird man untergehen. Und im schlimmsten Fall wird sein Land und seine Leute auch mit untergehen. Und wenn das mit der USA passiert, dann werden wir alle auch mit untergehen. Das ist ja, also, das sind die großen Gefahren. Der Freihandel, die Weltwirtschaft, alles. Auch TTIP, er will ja zum Beispiel TTIP nicht haben. Klar, TTIP ist, ne, stark kritisiert und alles, ich bin dafür, aber viele Menschen nicht. Aber der will ja gegen jede Art von Freihandel. Gegen jede Art, die gegen ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Also er ist gegen jedes System, was gegen ein funktionierendes, was von einem funktionierenden System kommt. Und das kann nicht funktionieren. Das funktioniert nicht in der Vergangenheit, es wird auch in der Zukunft nicht funktionieren. Und daran sieht man halt, was die Probleme bei Trump sind. Er ist nicht politisch gebildet. Er kann deswegen diese ganzen Prozesse, er versteht sie halt einfach nicht. Er hat keine politische Bildung wie die anderen 44 US-Präsidenten. Er hat nur ein Wirtschaftsunternehmen großgezogen und das nicht mal komplett selbst. Er hat von seinem Vater Geld geliehen bekommen. Ohne dieses Geld wäre er nichts. Und hat halt ein Unternehmen ein bisschen aufgebaut, dadurch, dass er Glück hatte. In New York und der USA waren Immobilienpreise günstig, hat teure Immobilien aufgebaut. Klar, er hat damit Milliarden gemacht, er hat damit Geld verdient, er war erfolgreich, aber er ist halt nicht gebildet für die Punkte, die benötigt werden, um ein Land zu regieren. Und das ist das Gefährliche. Das ist auch zum Beispiel der Punkt, weshalb ich sage, dass direkte Demokratie auch kein Punkt ist, weil dann Leute ein Land regieren, die keine Ahnung von Politik haben. Wenn Menschen aus komplett ungebildeten Gruppen oder Menschen, die keine Ahnung über das Thema haben, darüber entscheiden müssen, was mit Millionen von Euro passieren, was mit den Rechten anderer Leute passieren würden in der direkten Demokratie. Das wäre halt ziemlich problematisch und ich sage, das würde nicht funktionieren. Wir sind in Uppsala. Ich muss gleich eine zweite Tour machen, damit ich das Gesprächsthema noch weiter fortführen kann. Wir sind nämlich noch nicht mal ganz fertig. Wir sind fast komplett fertig. Aber, ne, das ist halt das Ding. Trump hat halt gar keine Ahnung. Und Trump ist darüber hinaus auch noch impulsiv. Und du weißt nicht, was er macht. Und nee. Gefährlich und nicht gut für die USA, für die Menschen,
für alles, was mit dem Trump ab Januar handhaben muss. Und dann ist auch noch das Problem, zum Beispiel, diese Wahl, was zeigt uns die Wahl von Trump zum Präsidenten? Und zeigt auch diese Wahl nur, dass es möglich ist, Präsident der Vereinigten Staaten, des mächtigsten Landes der Welt, zu werden, indem du rassistisch bist, indem du Lappalien wie eine E-Mail-Affäre nutzt, indem du komplett gelogene Wahlen sind nie komplett wahr. Also nicht, dass da jetzt Wahlbetrug oder so das Problem wäre, sondern halt, dass Wahlversprechen nie komplett wahr sind. Nein, dass du aber komplett gelogene, total sinnfreie Aussagen wie ich baue eine Mauer und Mexiko bezahlt, dass du solche Aussagen bringen kannst und die Leute dich wählen. Das zeigt uns doch diese Wahl, dass das heutzutage mittlerweile funktioniert. Und auch, dass Konzepte wie Rassismus halt nach den Weltkriegen, vor allem nach dem Zweiten, total akzeptierte und ja, ist halt so, Konzepte sind, die dazu führen können, dass du Präsident werden kannst. Wenn in Deutschland jemand sagt, ja, durch die Flüchtlinge kommen nur Terroristen ins Land, dann bist du in Deutschland und dann bist du auch aus meiner Sicht ein Rassist, ein einfacher Rassist, der nur schwarz und weiß sieht. In der USA bist du jemand, der die Gefahren der Bevölkerung erkennt und wirst zum Präsidenten gewählt. Und das kann es doch nicht sein, oder? Sandwich-Paneele. Ich muss ja... Oh, Ziegenkäse, wo wird das denn? Nach Lyon. Das kann es ja nicht sein. Ich muss gerade hier ein bisschen überlegen. Ne, wir machen das. Es kann nicht sein, dass rassistische Argumente, dass angstschürende Argumente Punkte sind, mit denen du eine Wahl gewinnen kannst. Sowas ist für mich nicht vereinbar mit einem Rechtsstaat. Sowas ist nicht vereinbar mit einem rationalen politischen System. Sowas ist für mich nur vereinbar mit schlechten Erinnerungen an frühere Zeiten, die so gegen 1939 bis 1945 ihre Höhepunkte hatten. Weil da war das dasselbe. Da hatte man auch keine rationalen neuen Ideen, die neu waren. Ja, neue Ideen, die neu waren. Die auf logischer Basis und dem Weiteren basierten, sondern ähnliche, rassistische und angstschürende Aussagen. Und wenn es wieder dazu kommt, dass diese Aussagen ein geduldetes Merkmal von Wahlen werden und dazu führt, die weltweite politische Meinungsbildung zurzeit, ja. Ich sag nur Frankreich, Le Pen. Okay, das ist tausendmal harmloser. Oder auch Deutschland mit der AfD. Großbritannien mit dem Brexit. Boris Johnson, ne? Muss man nichts zu sagen. Dann ist das für mich ziemlich eine ziemlich beunruhigende Entwicklung und keine Entwicklung zu einem logischen, rationalen politischen System mehr, was auf Hilfe und Rechtsstaat basiert. Es kann doch nicht sein. Ich hatte auf Twitter direkt nach der Wahl
einen schönen Beitrag von meiner Physikprofessorin gesehen, wo es halt darum ging, in einer Welt, in der eine E-Mail-Affäre dazu führt, dass die Wahlkonkurrentin nicht gewählt wird, möchte ich nicht leben. Und ich konnte diesen Beitrag einfach vollkommen nachvollziehen. Wie kann es dazu kommen, dass eine E-Mail-Affäre, die nicht mal komplett aufgedeckt ist, muss man dazu sagen. Es ist nicht gut, das sage ich ganz klar, was da passiert ist, aber es ist ja noch nicht komplett aufgedeckt und selbst wenn es komplett aufgedeckt und wahr ist, ist es kein Weltuntergang. Wie kann es dazu führen, dass so ein Punkt dazu führt, dass das Vertrauen in einen einsatzerprobten Politiker, in einer einsatzerprobten Politikerin, so erschüttert wird und stattdessen ein komplett unerfahrener, impulsiver Präsident gewählt wird? Wie kann das kommen? Und kann man diese Entwicklung gutheißen? Wenn ich jemanden frage wenn ich jemanden frage und dabei die Formulierung wähle, findest du es gut, dass jemand gewählt wird, weil er auf Ängste schürt und weil er Affären auslöst? Dann hoffe ich inständig, dass diese Antwort von jedem Menschen auf der Welt Nein ist. Und jeder andere Mensch ist für mich jemand, mit dem man sich nicht unterhalten kann, denn der kennt kein bisschen Geschichte und der kennt, versteht kein bisschen die Welt. Du musst dazu nicht intelligent sein, um diese Frage mit Nein zu beantworten. Du musst dazu nicht Abitur, nix haben. Jeder, der ein bisschen logisch denkt, wird diese Frage mit Nein beantworten. Jeder. Weil es einfach nicht in das Bild des Menschen passt. Das Bild des Menschen, des intelligenten Menschen, des Homo sapiens, ist für mich, dass er logisch denkt und nicht auf irrationalen Entscheidungen. Aber das ist genau das, was zurzeit anscheinend nicht passiert. Und das ist eine ziemlich beunruhigende Entwicklung. Und dazu auch noch das Problem. Es ist ja nicht nur der Präsident. Es ist nicht nur der Präsident. Die USA bei den Wahlen hat sich ja für alles auf die Seite von Trump entschieden. Der Kongress ist republikanisch, der Senat und der Präsident. Wäre nur Trump gewählt worden und der Senat und der Kongress demokratisch gewesen, dann wären meine Sorgen tausendmal geringer. Dann würde ich sagen, es wird nichts passieren in den 4 Jahren. Nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Da wir jetzt aber die Situation haben, dass die USA den Senat, den Kongress und den Präsidenten republikanisch gewählt hat, sind meine Sorgen da und sie sind berechtigt. Denn ich kann zum tausendsten Mal den Vergleich 1939-45 aufführen. Wir haben ein Einparteiensystem, was darüber hinaus auch noch die Hand über Exekutive, Legislative und nicht stark begrenzt, sondern im großen Umfang über die Judikative hat. Ein komplett republikanisches, amerikanisches System. Muss ich dazu irgendwas sagen? Der Präsident kann Richter, oberste Richter des Supreme Courts ernennen, die, das ist ganz wichtig, für Jahre, Jahrzehnte im Gerichtshof bleiben und dort republikanische Entscheidungen treffen können und Grundsatzurteile ja bestimmen, erlassen können. Das ist, wenn der deutsche Verfassungsgerichtshof komplett in der Hand von der CDU wäre, zusammen mit dem Bundesrat und dem Bundestag,
dann hätten wir auch die Katastrophe, was heißt nicht die Katastrophen, aber dann hätten wir halt das CDU-Land. Und das Schöne ist ja, dass in Deutschland eine Gewaltentrennung herrscht. Aber in der USA zum einen durch das politische System nicht, zum anderen durch diese Wahl nicht. Es gibt keine echte Gewaltenteilung mehr in der USA nach dieser Wahl, sage ich. Und wenn die komplette USA halt jetzt republikanisch ist, sorry, aber dann geht für mich noch mehr der Bach runter, als wenn wir nur einen republikanischen Präsidenten hätten. Dann wird die USA menschenunwürdig, dann wird die USA rassistisch, dann wird das Bild geschürt, dass man durch rassistische und angstschürende Programme gewinnen kann. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf die USA, sondern auf die ganze Welt. Dann geht die Weltwirtschaft zugrunde. Die Umweltbelastung wird steigen. Quasi alles das, was ich in den letzten, jetzt sehe ich nicht, wie lange meine Folge nämlich schon geht, letzten Minuten, Stunden, glaube ich, noch nicht, in dieser Folge erzählt habe. Und das ist das, worauf die USA in den nächsten 4 Jahren mindestens, in den nächsten 8 Jahren maximal, zum Glück, hinsteuern wird. Zum Glück nur auf die 8 Jahre bezogen. Das ist nicht mehr als. Und die Aufgabe der restlichen Welt, und das sage ich, muss ein gemeinschaftliches Projekt sein, der von China, von der Europäischen Union, von Japan, von Arabien, von der Dritten Welt, muss es sein, den Einfluss dieses Präsidenten, den Einfluss dieses republikanischen Landes zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass der Schaden, den diese Legislaturperiode anrichtet, an der gesamten Welt, dass dieser Schaden möglichst gering gehalten wird und wir aus dem Worst-Case-Szenario immer noch das Beste raushauen. Es wird, sage ich, der Welt schlechter gehen, aber wir können dafür sorgen, dass es eher nicht ganz viel schlechter gehen wird. Wir können dafür sorgen, indem nicht Le Pen in Frankreich gewinnt, indem die AfD nicht in Deutschland gewinnt, indem der Brexit in seinen Folgen begrenzt wird, indem die asiatischen Räume weiterhin auf Globalisierung aus sind, indem die Welt sich auf Umweltschutz befasst, indem man zeigt, ja, der Freihandel ist ein funktionierendes Konzept. Wenn man das gemeinschaftlich zeigt und gemeinschaftlich quasi die Welt gegen die USA vorgeht und das ohne zu provozieren. Das ist ganz wichtig. Denn die USA, vor allem mit der Freundschaft zu Russland, wird eine gefährliche Macht sein. Ohne zu provozieren, indem man die Wirtschaft beeinflusst, indem man rational zeigt, was man machen kann, dann können wir negativen Folgen begrenzen und vielleicht mit ein bisschen positiver Hoffnung den Präsidenten Trump davon überzeugen, dass man auch rational und ohne alles dramatisch zu sehen regieren kann. Und das ist es, was ich am Ende dieser Folge, wo wir jetzt mitten auf der Autobahn sind, aber das ist mir ja egal. Sind wir fast da? Sehe ich das richtig? Wir sind fast da. Okay, dann werde ich die Folge jetzt umwenden. Das ist das, was ich jetzt am Ende dieser Folge quasi noch ausgebe. Dass trotz aller negativen Folgen, die ich prognostiziere, und nicht nur ich, sondern viele Menschen, viele Ökonomen, viele eigentlich quasi die gesamte westliche Welt, so zu 70%, sage ich mal,
Dass man euch überzeugen kann. Und die Welt wird nicht untergehen, wenn wir gemeinsam dagegen vorgehen. Ich komme vor, als würde ich gerade irgendwie so ein Programm gegen Hate im Internet veröffentlichen. Aber es ist ein Programm gegen den negativen Einfluss der USA. Und ich hoffe, ich bin in Jönköping, kenne ich nicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten und vielleicht könnt ihr ja irgendwie in die Kommentare schreiben, ob ihr mit bestimmten Prognosen, das sind ja alles Prognosen, nur, es ist ja noch nichts passiert, ob ihr mit bestimmten Prognosen übereinstimmt, ob ihr denkt, ah nee, das wird nicht so passieren, sage ich, oder auch schreibt, ja, ich finde das gut, dass Trump das gemacht hat und das wird helfen. Ich bin für alles offen und also ich meine, ich habe in der Folge ein bisschen gesagt, dass ich für manches nicht offen bin. Das ist der Fall, aber es muss halt immer konstruktiv und alles sein. Dann bin ich vermutlich für alles offen. Ja. Und wir hoffen das Beste für die Welt. Bis dahin und bis zur nächsten.